Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute wollen wir uns mal mit Feldern in Java beschäftigen. Jetzt stellt sich die Frage, wozu brauche ich Felder? Dazu schauen wir uns erstmal an, wie wir bis dato unseren Speicher zugewiesen haben. Gut, erinnern wir uns mal an das Beispiel mit den drei Zahlen, die wir in die richtige Reihenfolge bringen wollten. Ja, da haben wir erstmal drei Zahlen angelegt, also int a ist gleich 5 meinetwegen, sowas in der Art. Jo, und dann, ja, wenn das ausgeführt wird, geht die Maschine hin, reserviert den Speicher für einen int, machen wir mal so zwei Klötze, ja, und dann wird der Speicherzeiger einfach ein bisschen nach rechts verschoben und dann würde das nächste Stück Speicher eben da alloziert. Das machen wir jetzt auch mal, also int b ist gleich 3, Semikolon. Ja, dann allozieren wir uns hier also noch ein Stückchen Speicher für den B. Ja, und der Speicherzeiger muss dann natürlich auch wieder ein Stück nach rechts rutschen. Sonst wird er ja beim nächsten Mal den Speicherplatz doppelt belegen. Und das gleiche machen wir mit C. Da fehlt der Punkt. Und dann haben wir hier auch noch ein Stückchen Speicher für unser C, unsere dritte Zahl. Gut, und dann sind sie hingegangen und gesagt, gut, also jetzt wird programmiert, if a größer b, ja, dann mach mal das und das und das. Also alle diese Dinge. Gut, das Ganze funktioniert natürlich so lange, wie ich genau drei Zahlen habe. Ja, beim nächsten Mal brauche ich vier Zahlen, bräuchte ich dann ein neues Programm. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen auch mit mehreren Zahlen arbeiten und wir wissen nicht unbedingt vorher, wie viele das sind. Nehmen wir an, wir kriegen Daten von der Wetterstation, ja, dann werden die gesammelt, dann sind es irgendwie viele und dann müssen sie sortiert werden oder soll ein Mittelwert berechnet werden und so weiter. Dazu können wir in Java auch Felder anlegen. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt mal, gib mir mal fünf Zahlen, dann kann ich das instanzieren. Also ich kann zum Beispiel erstmal sagen, gib mir mal ein Feld voller Zahlen. Dann wäre der Typ nicht mehr int, sondern int eckige Klammer. Nennen wir das Ding mal Feld. Gut, das Ding hat jetzt noch keinerlei Größe. Dem muss man jetzt noch mit dem new-Operator eine Größe zuweisen. Also wenn ich sowas mache mit einem new-Operator, dann macht er nichts anderes, als zu schauen, okay, hier steht eine 5. Hier. Also braucht er 5 Integer. Dann geht er also her und sagt, ich brauche 5 Integer. 1, 2, 3, 4, 5 Integer. Und dann nimmt er den Speicherzeiger und schiebt ihn gleich nach hier hinten. Ja? Dann hätte ich jetzt die Möglichkeit, also hiermit fünf Zahlen gleichzeitig zu instanzieren, ne? Mit diesem einfachen Ausdruck hier. So, schauen wir uns das nochmal in Schönschrift an. Also den Übergang schneiden Sie jetzt bitte raus und dann machen wir hier, also in dem Zeichnen wahrscheinlich am besten keinen Pointer, weil der würde ja ständig hin und her springen, aber hier bräuchte ich jetzt wieder den Pointer. Gut, also wir fangen mal an mit einem einfachen Programm. Hier vorne wird eine Zahl instanziert, also wir brauchen eine Zahl, Ganzzahl mit dem Namen Capacity und dem weisen wir gleich eine 50 zu. Na gut, dann nichts, das ist bis dahin nichts Unbekanntes. Nächste Zeile, wir haben jetzt hier nicht mehr eine Zahl, sondern ein Feld voller Zahlen. Sie sehen, das ist jetzt ein ganz neuer Typ, das ist nämlich jetzt gar nicht mehr eine Zahl, sondern eben ein Feld voller Zahlen. Das Ding heißt jetzt bei uns IntArray und dem ist erstmal noch nichts zugewiesen. Dem können wir jetzt was zuweisen, nämlich so ein Feld. Also schauen wir mal her. Hier, einfaches Feld. Da gibt es einen new-Operator. Dann, was für ein Typ? Eckige Klammern, wie viel? Ja, das würde jetzt ein Feld mit 20 Ganzzahlen anlegen. Das Ganze geht natürlich auch, ich habe es eben schon gesagt, wenn ich noch nicht weiß, wie viele es sind. Also hier, das ist ja Capacity, wäre ja eine Variable. Haben wir hier oben mit 50 zugewiesen, aber es könnte ja auch zwischendurch jemand was damit gerechnet haben.
Ja? Dann wird er also hier anlegen mit dem New-Operator, sieht also genauso aus. Ich brauche also ein Feld voller Integer und ich weiß, es ist Capacity groß. In unserem Fall jetzt 50, aber es könnte ja auch was anderes sein. Kann ja sein, dass es zwischendurch jemand ausgerechnet hat, dass es anders sein soll. So, jetzt haben wir also das Feld angelegt. Wie kommen wir jetzt an die Elemente dran? Also, hier oben, schauen Sie mal, hier gibt es jetzt wieder das Anlegen von so einem Array. Und dann greifen wir da einfach mal darauf zu. Eckige Klammer auf, 0, eckige Klammer zu, heißt, das nullte, der nullte Eintrag in diesem Feld soll 5 sein. Ne? Es geht also als L-Value links, dem kann ich was zuweisen. So, der zehnte Eintrag in diesem Feld soll 12 sein. So, und jetzt schauen wir mal die nächste Zeile, die wird zu einem Fehler führen. Denn hier steht jetzt int Array 20 ist gleich 2. So, wenn das Feld aber nur 20 lang ist, und wir bei 0 anfangen zu zählen, dann kann es ja keinen 20. Eintrag mehr in dem Feld geben. Ne? Das heißt, es gibt nur 19, nur bis zu einem 19., weil wir bei 0 anfangen. Und dann würde das hier zu einem Laufzeitfehler führen. Gut, also so weisen wir zu. Wir kommen auch wieder dran an die Sachen, die wir ins Array einmal reingespeichert haben, indem wir nämlich hier einfach mit der eckigen Klammer 0, eckige Klammer, das ganze Ding hier zusammen, ist ein Integer, nämlich der, der an der 0. Stelle in dem Array eingetragen ist. Also System.out.println int array eckige Klammer 0, das ist unser erster Eintrag, also an der 0. Stelle der Eintrag. Das gleiche geht auch an der 10. Stelle. Gibt die Zahl 12 aus, haben wir hier oben reingetan. Und dann wieder das gleiche analog. Es gibt halt auch kein 20. Feld. Ne? Wer also hinter sein Feld greift, ja, indem er auf den 20. Eintrag zugreift, der provoziert wieder einen Laufzeitfehler. Dann wird das System zur Laufzeit sagen, das geht nicht, da ist kein Speicherbereich, den du reserviert hast. Jetzt ein ganz wichtiger Unterschied zwischen den Arrays und den Variablen, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Bis jetzt hatten wir gesagt, naja, wenn ich dem GGT-Programm eine 5 übergebe, dann ist es egal, was ich mit der Variable mache. Das ist ja eh eine Kopie von dieser 5. Das ist jetzt nicht mehr so. Die werden nämlich, man sagt, pass by reference, die werden als Referenz übergeben. Also hier unser ganz normales Programm von eben. Ja, wir legen mal ein Array an, 0, 12 und so weiter. 0 die 5, in 12 die 10. Und jetzt geben wir mal die 0. und die 10. Stelle aus. Dann wird natürlich die 5 und die 12 ausgegeben, ja, so wie wir es hier oben festgelegt haben. Dann ruft er hier eine Methode auf, die heißt change01, die schauen wir uns gleich an und dann wird er wieder was ausgeben. Also schauen wir uns mal das change01 an. Hier wird also übergeben ein Feld voller Integer. Wir wissen noch nicht, wie groß es ist, aber wir wissen, es heißt values. Was macht er jetzt in der Methode? Er legt erstmal eine neue Variable an, die nennt er buffer. Und jetzt holt er sich den 0. Eintrag hier raus und tut den in den Buffer. Ja? Das war jetzt hier in unserem Beispiel unsere 5. Gut, dann holt er sich den 10. Eintrag und schmeißt den in den 0., in das 0. Feld. Na gut, und dann nimmt er das, was im Buffer war, und wirft es in das 10. Ja, das heißt im Prinzip, der hat jetzt 0 und 10 vertauscht. Und, jetzt ganz wichtig, er hat das an unserem Array, an diesem Array, was wir hier unten im Hauptprogramm instanziert haben, getan. Das heißt, wenn ich jetzt hier int Array 0 ausgebe, dann wird eine 12 ausgegeben. Und wenn ich int Array 10 ausgebe, dann wird eine 5 ausgegeben. Ja, das heißt, er hat den Feldinhalt nicht kopiert, sondern er hat einfach nur das Feld als Referenz auf den Feldinhalt übergeben. Gut, jetzt können wir also sagen, wir sind jetzt in der Lage, Felder anzulegen, wo mehrere Variablen vom gleichen Typ drin sind. Das haben wir ja gemacht, um flexibler arbeiten zu können. Also das Wichtigste, was wir also brauchen, ist, dass wir unsere Algorithmen in Zukunft mit einer variablen Länge beschreiben. Gut, dazu können wir das Array befragen, wie lang es überhaupt ist. Na, es gibt hier also diese Möglichkeit, mit dem Variablennamen .length abzufragen, wie lang das Array ist. In dem Beispiel habe ich es jetzt mal so gemacht, also hier oben gibt es dieses Array, ja, es ist kein Integer, sondern ein Feld voller Integer, heißt the Array und wird hier auch gleich instanziert. New int 200 heißt 200 Integer sind in dem Feld drin. Na gut, jetzt
sehen wir hier eine Vorschleife, das ist also eine C-Schleife, also das, was jetzt hier drin passiert, wird jetzt öfter wiederholt. Sie sehen, hier in dem Initialisierungsblock fangen wir an, wir legen eine Variable an, die heißt i und setzen die auf 0. Das heißt, es geht bei 0 los. Erstmal, wenn der durchläuft, ist hier also eine 0. Die Abbruchbedingung, sehen Sie hier, ist, solange das i kleiner ist als die Länge von dem Array. Ja, und als Schrittweite haben wir jetzt i++, das ist einfach immer das i um 1 erhöht. Das heißt, hier drin wird das i 0, 1, 2, 3, 4 bis 199, ne? Weil wir haben ja gesagt, hier oben 200, also 0 bis 199, sind die Werte, die das i in der Schleife annimmt. Und jetzt sehen Sie hier, gebe ich einfach immer den iten Eintrag in dem Feld, gebe ich aus. Ja, so weit, so gut. Das heißt also, wir haben hier eine C-Schleife über ein Feld. Mit jedem Eintrag in dem Feld wird was gemacht. In dem Fall würde es ausgegeben. Dazu können wir dieses Array.length verwenden. So, das Ganze geht natürlich auch mehrdimensional. Also man kann sich ja vorstellen, man packt Arrays in Arrays, um zum Beispiel eine zweidimensionale Matrix darzustellen. Dann sehen Sie hier, hier ist ja unser Int. Das ist ja ein normaler Typ. Wenn man da eckige Klammern dahinter macht, dann wird ja aus diesem einfachen Typ ein Feldtyp. Das heißt, bis hierhin wäre das ja einfach ein Feld voller Integer. Na gut, wenn das ein Feld voller Integer ist und ich dann nochmal eckige Klammern dahinter mache, na dann ist das hier, das Ganze halt, ein Feld voller Felder voller Integer. Gut, und das ist der Typ. Dann geben wir dem einen Namen. Ich habe das jetzt mal Array2D genannt. Und dann gibt es eine Abkürzung, um das zu instanzieren. Da kann man nämlich gleich new int 2, 3, hier, also eckige Klammer 2, eckige Klammer 3, dann legt er zwei Arrays an, in denen Array mit drei Integern drin angelegt ist. Da kann man jetzt auch mal eine Schleife drüber machen, also hier wieder fangen bei 0 an, solange wie die Länge von dem äußeren Array ist, Step immer 1 höher. Und hier drin ist es ja dann so, jetzt haben wir mal eine andere Zählvariable, nehmen wir die mal ii, fangen wir auch wieder bei 0 an, machen das so lange, wie ii kleiner ist als das Feld an der i-ten Stelle. Und das ist ja hier, wenn ich da jetzt dieses Array so aufmache, dann steht ja an der i-ten Stelle wieder ein Array mit, in unserem Fall, drei Einträgen. Also solange das ist, schrittweise wieder 1. Und so wird er jetzt im Prinzip hintereinander unsere 6 Werte ausgeben. Also hier greife ich auf die ersten Dimensionen zu mit dem i, ja, das ist ja diese Zählvariable, und hier mit dem ii, das ist die Zählvariable, auf die zweite Dimension. Also im Prinzip nichts anderes als Arrays, die Arrays enthalten, und das Ganze kann man natürlich weiter treiben, ja, dreidimensional geht es auch. Sie sehen, hier ist der Typ wieder so zusammengesetzt, dass wir jetzt drei Dimensionen haben. Bei der New-Operator frisst hier auch wieder mehrere Eingaben. Und wenn man jetzt darüber iterieren wollte, dann hätten wir drei Vorschleifen, jeweils von 0 bis zur Länge von dem Array. Ja? Und das ist ja hier das ite Array, und hier ist im iten Array der iite Eintrag, ist ja wieder ein Array, dessen Länge. Und so könnte man dann über ein Array mit drei Dimensionen iterieren. Ganz wichtig, wir können so ein Array klonen, ja? Das heißt also, es gibt nicht nur .length, es gibt auch .clone. Da macht er uns eine Kopie von diesem Array. Solange das einfache Typen sind, also so wie dieses Int, wird jeder Wert kopiert. Wenn das komplexere Typen sind, wie Arrays selber, dann nicht. Das heißt, wenn Sie jetzt ein mehrdimensionales Array klonen wollen, dann klont er im Prinzip nur das Array und nicht die Einträge mit. Ja, das liegt an diesem Pass bei Reference. Das werden wir uns dann nochmal in der Realität an einem Beispiel anschauen. Nur, dass Sie schon gleich dran denken. Also bei mehrdimensionalen Arrays funktioniert das mit dem einfachen Klonen nicht so ohne weiteres. So, und weil das alles sehr theoretisch war, machen wir jetzt mal ein Beispiel, wo wir dann auch mit so einem Array arbeiten. Dann nehmen wir mal einen Sortieralgorithmus. Wir schauen uns mal den Sortieralgorithmus Bubble Sort an. Und der Einfachheit halber nehmen wir jetzt einfach mal ein Array voller Zahlen. Also Ganzzahlen, Integer-Array, und damit es etwas übersichtlicher bleibt, nehmen wir nur mal positive Zahlen. Also machen wir als Beispiel hier 5, 4, 8, 7, 3, nochmal eine 4. Gut, wenn wir das jetzt sortieren wollten,
Ja, dann sieht es so aus. Da vorne steht die 3, das ist die kleinste Zahl. Dann kommen zwei Vieren. Die eine hier, die andere da. Dann haben wir eine 5, eine 8. Oh ne, erst eine 7. Und dann eine 8. So, also das ist das Ergebnis, was wir haben wollen. Und hier oben, damit geht's los. Also, wenn wir mal schauen, schauen wir uns mal die Eigenschaften von diesem sortierten Feld an. Also, was wir hier sehen ist, dass auf dem nächsten Feld eine Zahl steht, die entweder größer ist oder, wie wir es hier sehen, die gleich ist. Das gleiche gilt auch umgekehrt, ne? Also links von einer Zahl steht immer die gleiche Zahl, ja, oder eine kleinere Zahl. Oh, genau das gleiche haben wir hier. So, das heißt, also wenn wir jetzt mal eine lokale Ordnung herstellen wollten, hier oben könnten wir jetzt hingehen und sagen, na, wenn die Zahl größer ist als die, dann vertausche ich die einfach mal, ne? Also mache hier die 5 weg und da eine 4 rein und mache hier die 4 weg und schreibe eine 5 rein. Dann hätte ich ja, also dieses Feld, so wie es jetzt aussieht, wäre ja schon mal sortierter als das Ausgangsfeld. So, und das machen wir uns jetzt zunutze, um mal systematisch einen Sortieralgorithmus zu bauen. Gut, also rekapitulieren wir nochmal. In einem sortierten Feld liegt im Feld vor einer Zahl eine kleine oder dieselbe Zahl, im Feld nach einer Zahl eine größere oder dieselbe Zahl. Haben wir gerade eben gesehen, ne, im sortierten Feld steht links von der 4 eine 4 oder eine 3 oder eine 2 oder was Kleineres und rechts von der 4 steht entweder eine 4 oder eben was Größeres. Daraus können wir dann ein Vorgehen ableiten. Also, liegt eine Zahl direkt vor einer größeren Feld, dann vertauschen wir diese Zahlen. Ja, haben wir ja gerade mal in dem kleinen Beispiel ausprobiert. Haben wir die 4 und die 5 vertauscht. Ja, dann ist das Feld danach sortierter, sagen wir es mal so. So, und bevor wir jetzt mal in das Beispiel einsteigen, überlegen Sie sich doch mal, also schalten Sie kurz auf Pause, wie oft muss man eigentlich das Feld durchlaufen, ja, um am Ende dann ein komplett sortiertes Feld zu erhalten. So. Also, dann wenden wir uns nochmal unserem Beispielfeld zu. Fangen wir hier vorne an. Also hier haben wir die 4 und die 5. Die sind ja schon in der richtigen Reihenfolge. Dann schauen wir mal hier. 5 und 8, das passt auch. 8 und 7, das ist falsch, ne? Also hier würde jetzt die 4 stehen bleiben. Die 5, ja, und die 8, sehen wir, die ist jetzt größer als die 7. Also schreiben wir hier die 7 hin. Und dann würde hier die 8 stehen. Die 8 ist aber auch größer als die 3, dann vertauschen wir die auch gleich. 3 und dann käme hier die 8 hin. Die 8 ist aber auch größer als die 4, also kommt die 4 hier hin und hier die 8. So, was wir jetzt sehen ist, dass die größte Zahl, nämlich die 8, hier schon am Ende steht. Das heißt also, beim nächsten Mal müssen wir eigentlich nur noch von da bis da das Feld durchsuchen, weil das ist ja automatisch, das muss ja die größte sein. Die haben wir jetzt so lange durchgetauscht, bis die hinten steht. Ja, fangen wir wieder vorne an. 4 und 5 passt. 4 und 5. 5 und 7 passt auch. 7 und 3, ja, passt nicht. Dann kommt die 3 hier hin, dann stellen wir hier die 7. Die 7 ist aber auch größer als die 4. Also kommt hier die 4 hin und hier die 7. Und die 8 bleibt. Da brauchen wir gar nicht mehr checken. Das ist ja schon die größte. So, jetzt wissen wir also, auf dem letzten Feld ist die größte und auf dem vorletzten Feld ist die zweitgrößte. Gut, wenn die jetzt gleich wären, ne, wäre halt hier die größte und hier wäre nochmal die größte. So, nächster Durchlauf. Fangen wir wieder an. 4 und 5, da ändert sich nichts. So, 5 und 3, da ändert sich was. Die 3 ist nämlich kleiner als die 5. So, und die 5, die käme dann hier hin. Die 5 ist aber auch größer als die 4. Also kommt hier die 4 hin. Dann wäre hier Platz für die 5. Ja, und hier hinten 7 und 8. Gelten ja schon als gelöst. Da haben wir ja gerade festgestellt, da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Also jetzt sind die drei hier hinten schon mal an der richtigen Stelle. Dann schauen wir weiter vorne. Also jetzt haben wir 4 und 3. Jetzt tut sich hier vorne mal was. Jetzt wird also hier die 3 mit der 4 vertauscht. Ja, die 4 und die 4 sind gleich. Die bleiben, werden also nicht vertauscht. So, hier hinten hatten wir gesagt, um den Kram brauchen wir uns gar nicht mehr kümmern. Der bleibt gleich. So, jetzt sind also die letzten 4 hier gleich. Jetzt müssen wir uns also nur noch darum kümmern, dass hier vorne sortiert wird. Na, schauen wir mal. 3 ist kleiner als 4, das heißt, wir brauchen nichts tun. Also bleibt das Feld
beim letzten Durchlauf so, wie es schon war. Na, und das haben wir gesehen, in diesen paar Schritten haben wir jetzt das ganze Feld hier sortiert. Also dieses hier ist ja der gleiche Inhalt, also alles ist drin, ne? Eine 4, noch eine 4, sind zwei 4, die 3, die 7, die 8 und die 5, alles ist da, aber eben jetzt in der aufsteigenden Reihenfolge. So, dann kommen wir jetzt mal zur Implementierung. Mal das Ganze in Java implementieren, als Funktion. Zurückgeben tut diese Funktion, also ich habe sie jetzt mal Bubble Sort genannt, nichts, also kommt hier Void hin. Sie ist static, hatten wir ja schon mal besprochen, ne? Also alles, was irgendwie ohne Objekt funktioniert, und da sind wir ja bei einer Funktion, die soll ja ohne Objekt funktionieren. Das ist static und public ist, damit man von außen nochmal drauf zugreifen kann. Als Übergabeparameter haben wir nur einen in den runden Klammern, ne? Der heißt values und ist vom Typ integer array. Ne? Integer, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, ist also ein Feld voller Ganzzahlen. So, und bevor wir jetzt hier weitermachen, versuchen Sie doch mal den Bubble Sort zu implementieren. Sie haben ja jetzt ein paar Schleifen kennengelernt, mit denen das gehen sollte. Und dann werde ich das gleich hier vorführen. Und drücken Sie jetzt mal kurz auf Pause und überlegen schon mal, wie das funktionieren könnte. Herzlich willkommen zurück. Wir machen das im Eclipse. Ich zeige Ihnen kurz, wir überlegen uns mal gemeinsam, was wir da also tun müssen. Das erste, was wir brauchen, ist ein neues Projekt, also New Project. Und dann nehmen Sie das Java Project. Und das nennen wir jetzt einfach mal Bubble Sort. Ja, das Projekt ist jetzt leer, ja, ist also nichts drin. Was wir jetzt also brauchen, ist so eine neue Klasse, New Class. Und dann lassen Sie sich hier gleich die Public Static Void Main, also das Hauptprogramm, mit erzeugen. Und das können Sie jetzt eigentlich nennen, wie Sie wollen. Also ich nenne es gerne mal App, also als Applikation, dass man nachher weiß, wo das Hauptprogramm drin ist. So, also hier ist unsere Main. Und jetzt schreiben wir hier drüber einfach mal unsere Bubble Sort. Na, wir hatten ja gesagt, das Ganze ist eine Funktion. Das heißt also, wir schreiben das hier einfach in die Klasse rein. Public Static Void. Und dann eben den Namen der Funktion, Bubble Sort. Und als Parameter muss es ja ein Integer Array bekommen, also Int, eckige Klammer, das ist das Array und wir nennen es Values. So, als erstes hatten wir gesagt, wir wollen jetzt einmal quer über das ganze Feld iterieren, also sprich mit jedem Eintrag etwas tun. Und zwar wollen wir mal gucken, ob der Eintrag und der Eintrag davor, welcher von den beiden der größere ist. Und wenn der davor größer ist, dann wollen wir das vertauschen. Dann machen wir das mal als erstes. Wir machen uns mal eine Zählschleife. Ja. Gut, Zählschleife, hatten wir gesagt, ist eine Vorschleife. Vor. Und die Vorschleife besteht hier aus drei Teilen. Also erstmal kommt der Initialisierungsteil, dann kommt ja ein Semikolon, dann kommt die Abbruchbedingung, also die Condition, und dann kommt hier hinten der Schritt, also der Step. So, und dann kommen ja hier so zwei geschweifte Klammern, dann kann man hier reinschreiben, was man wiederholen möchte. Gut, als Initialisierung brauchen wir als allererstes mal eine Zählvariable. Dann nehmen wir ein Integer, also int c für Counter ist gleich, wenn wir jetzt das ganze Feld darüber iterieren wollten, würden wir jetzt hinschreiben, c ist gleich 0. Abbruchbedingung ist dann, c muss kleiner sein als die Länge von dem Array. Und die bekommen wir über values.length. Was ist der Schritt? Der Schritt ist, dass das c um 1 erhöht werden soll, also schreiben wir hin c++. So, und jetzt würde er für jedes Feld oder für jeden Eintrag in unserem Array, würde er diese Schleife einmal durchlaufen und dann hätten wir in dem c entsprechend die Nummer. Was wir aber machen wollen, ist, wir wollen ja eigentlich immer zwei vergleichen. Das heißt, wenn wir bei 0 anfangen und dann in das Feld vor 0 schauen wollten, ja, dann würde das schief gehen. Also fangen wir nicht bei 0 an, sondern eben bei der 1. Gut, und jetzt haben wir gesagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal, was da drin los ist in dem Array. Also
ob die Werte an der Stelle irgendwie, wie die im Verhältnis zueinander stehen, welcher der größere ist. Und wenn der weiter vorne steht, der größere ist, dann müssen wir die vertauschen. Ne? Und da haben Sie es schon gehört, ich habe wenn gesagt, also wenn ist eine Verzweigung, if. Also wenn der Wert, der an der Stelle c-1 steht, größer ist als der Wert, der an der Stelle c steht. Sie sehen, also links wäre dann c-1, ja, wäre also der weiter vorne steht. Und wenn der größer ist, ja, dann müssen wir also vertauschen. Gut, es gibt keinen Befehl für vertauschen, aber wir können ja die Werte aus dem Array auslesen. Dann machen wir das doch mal. Also wenn wir jetzt an diesen Wert an der Stelle dran wollen, der bei c-1 steht, dann müssten wir ja hinschreiben, values, eckige Klammer, c-1, eckige Klammer. Das ist der Wert an der Stelle. Ja, und der ist ja jetzt größer als der andere, also wollen wir den ja vertauschen. So, und dann speichern wir den erstmal irgendwo zwischen. Und dafür brauchen wir eine Variable. Und die nennen wir jetzt mal Buffer. Also int Buffer ist gleich das, was an der c-1 Stelle in unserem Array drin stand. Gut, und jetzt können wir hingehen und sagen, gut, dann schreibe ich das an die c-1 Stelle, was an der c-ten Stelle stand. Ja, so, haben wir es vertauscht. Ja, jetzt haben wir also den ersten Teil, müssen wir richtig schreiben, haben wir den ersten Teil also schon erledigt. Wir haben jetzt also die kleinere Zahl, die weiter rechts stand, schon mal einen nach links verschoben. Ja, und jetzt wollen wir das natürlich, müssen wir natürlich den anderen Wert wieder rekonstruieren. Also kommt an die c-te Stelle, values c, das, was wir eben hier oben in den Buffer, also hier in den Buffer reingeschrieben haben. Jetzt haben wir die vertauscht. Und das Ganze würde er jetzt quasi einmal für das ganze Feld machen. Jetzt hatten wir gesagt, naja, also eigentlich müssten wir das jetzt wie oft machen? Also so oft, wie Einträge in dem Feld drin sind. Bei jedem Mal haben wir immer dann die größte Zahl nach ganz hinten sortiert und dann fangen wir wieder von vorne an. Also wäre das noch eine Schleife. Da muss also noch eine Schleife drumherum. Und es ist auch wieder eine Zählschleife, weil wir wollen ja immer für die so und so viele Stelle etwas tun. Ja, dann machen wir mal eine Vorschleife hin. Ja, und jetzt können wir das gleich analog machen. Also, das würde jetzt losgehen bei int i gleich 0, i kleiner die Länge von dem Array. Ja. Und dann machen wir mal i++ als Schritt. Das alles hier passiert hier drin. Rücken wir das hier mal ein bisschen ein, dass das ein bisschen übersichtlich bleibt. Und dann würde er das jetzt quasi so oft machen, wie wir Einträge in dem Feld haben. Und danach müsste es ja sortiert sein. Gut, das ist jetzt natürlich noch nicht ganz so elegant, wie wir uns das vorstellen. Weil wir haben ja festgestellt, wir brauchen eigentlich hier gar nicht immer die ganze Länge von diesem Feld, sondern wir müssen immer nur bis zur ja, beim ersten Mal bis zur letzten Stelle, beim zweiten Mal bis zur vorletzten, beim dritten Mal bis zur vorvorletzten und so weiter. Das heißt, wir bräuchten einen oberen Anschlag, hier, also statt diesem hier, einen oberen Anschlag, der quasi kleiner wird. Ja, jetzt haben wir hier eh schon eine Zählvariable, dann können wir die ja mal andersrum laufen lassen. Wir könnten ja sagen, na gut, i soll am Anfang die Länge von dem Array sein und am Ende soll es 0 sein. Und dann machen wir das i immer kleiner. Dann machen wir halt nicht i++, sondern i-. Ja, also bauen wir das mal hier um. Also, wir fangen an nicht mit i gleich 0, sondern mit i ist values length. Außerdem müssten wir dann natürlich die Abbruchbedingungen umbauen. Jetzt muss also i größer 0 sein. Ja. Größer 0. Und als Schritt haben wir dann nicht mehr i plus, sondern i-. Ja, dann wird also quasi von der Länge des Arrays immer 1 runtergezählt und zwar so lange, bis das i nicht 0 wird. So, und dann können wir nämlich dieses i hier als oberen Anschlag verwenden. Ne? C muss dann einfach nur noch sein kleiner i. Dann zählt er beim ersten Mal bis zum letzten,
beim zweiten Mal bis zum vorletzten, beim dritten Mal bis zum vorvorletzten und so weiter. So könnte ein Bubble Sort aussehen, wenn man ihn als Funktion in Java implementiert. Gut, dann kommen wir zur Hausaufgabe. Ich habe Ihnen zum Download ein Beispielprogramm hingelegt auf dem Server, mit dem, da sind Methoden drin, um Arrays mit zufälligen Zahlen zu füllen und ein Array auszugeben. Die können Sie also einfach verwenden. Und die Aufgabe ist dann einfach, auf Basis dieses Hauptprogramms ein Programm zu erstellen, das ein Array mit 20 zufälligen Zahlen erzeugt, die dann mal ausgibt, dann das Array sortiert und dann das sortierte Feld nochmal ausgibt. Na, also im Prinzip, dass Sie da in dieses Hauptprogramm einfach mal die Implementierung von dem Bubble Sort einbauen und schauen, ob das auch so funktioniert. So, nachdem Sie das jetzt implementiert haben, möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie den Programmverlauf oder den Programmablauf im Debugger nachvollziehen können. Na, hier ist seitlich ja noch so ein Balken. Und wenn Sie jetzt mal so ein irgendwo hier in dem Bereich im Hauptprogramm mit der rechten Maustaste da draufklicken, dann können Sie hier über Toggle Breakpoint einen sogenannten Breakpoint setzen. So, jetzt führen wir das nicht einfach hier über das Ausführen aus, sondern über das Debug. Wenn wir das über das Debug ausführen, dann fragt er uns, ob er die Perspektive ändern soll. Ja, wir sehen ja jetzt, hier ist ja nur der Quellcode zu sehen. Da sagen wir Yes. Und dann sehen Sie, verändert sich das hier. Hier kann man sehen, was der Debugger ausführt. Hier kann man die lokalen Variablen betrachten. Und jetzt sehen wir hier, ja, hier sind wir quasi gerade unterwegs in dieser Zeile. Die wird jetzt ausgeführt. Sie sehen, noch gibt es die lokale Variable nicht. Und wenn ich jetzt hier einmal Step Over klicke, dann sehen Sie, erscheint hier eine lokale Variable, Numbers, können Sie aufklappen, sehen Sie, ist komplett leer, überall Nullen drin. Also alles wie erwartet. So, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Na, Sie sehen immer, der springt hier für jeden Schritt weiter und dann sehen wir hier, ändern sich die Einträge. Nächster Schritt, ne, Sie sehen immer das, was sich gerade geändert hat, wird gelb hinterlegt. Ja, hier und so weiter. So, jetzt springt er hier in die Methode printArray hinein. Und jetzt hat er ausgegeben, also unser ganzes Array. Jetzt springen wir mal in den Bubble Sort rein. Dann sehen wir hier, okay, hier wird das Values übergeben. Jetzt sehen wir hier Values, das ist das Array von eben. Das ist jetzt hier übergeben worden. Und jetzt können wir hier das nachvollziehen. Also er läuft jetzt hier so lange durch, bis er die Zähler erreicht hat. Hier sehen Sie auch immer die Zähler und hier können Sie auch schauen, wie es denn mittlerweile um Ihr Array bestellt ist. Ja, also hier sehen Sie immer, was sich ändert. Schauen wir mal weiter. Jetzt müsste er hier, ja, den Zähler hoch. Dann ist er den Buffer auf 66 gesetzt und dann wurden die beiden vertauscht. Ja, sehen Sie jetzt, die 66 tauscht sich jetzt hier durch und jetzt ist sie auf dem letzten Platz angekommen. Und das kann man jetzt so nachvollziehen. Gehen wir mal hier noch einen Schritt weiter. Ja, irgendwann muss das i ja hier gegen 0 gehen. Ja, 6, 2, 1 und dann ist es vorbei. Ja, es ist also dieses Array komplett sortiert. Wir können es hier schon sehen. Und das Print-Array macht jetzt nichts anderes als eine Schleife darüber und jedes Mal den nächsten Wert auszugeben. Und jetzt sehen wir unten, wie während wir hier im Debugger Schritt für Schritt vorwärts gehen, unten in der Konsole die Zahlen erscheinen. Sehr schön. Wunderbar. Und dann ist das Programm auch schon beendet. Ja, Sie kommen jetzt hier am Ende von dem Main-Programm an und dann steht hier Terminated. So, um jetzt in die andere Perspektive zurückzukommen, drücken Sie hier auf Window, Open Perspective und dann drücken Sie hier auf Java und dann sind Sie wieder in Ihrer ursprünglichen Ansicht. Ja, hier sehen wir noch die Ausgabe von der Konsole. Und jetzt können wir hier wieder ganz normal weiterprogrammieren.
Als Übungsaufgabe, die wir dann auch im Plenum noch besprechen wollen, habe ich ein paar mitgebracht. Die erste ist, erstellen Sie ein Programm, das die Zahlen von 1 bis 20 und dazu jeweils die Nummer, Summe aller natürlichen Zahlen bis zu dieser Zahl ausgibt. Ne? Also von 1 die 1, ne? Bei 2 1 plus 2, ne? Also 3, bei 3 1 plus 2 plus 3, also 6 und so weiter. Für das Problem gibt es verschiedene Lösungen. Ne? Und da überlegen Sie mal, welches wohl der beste Ansatz ist. Ne? Also vielleicht kommen Sie auf eine oder zwei Lösungen, vielleicht kommen Sie auch nur auf eine. Und dann schauen Sie mal, ob Sie die implementiert bekommen. Und dann können wir mal gucken, dass wir im Plenum besprechen, welches ein günstiger Ansatz ist oder welcher Ansatz günstiger ist als ein anderer. Zweite Übungsaufgabe, erstellen Sie ein Programm, das einen Bruch kürzt. Ne? Es soll also einfach Zähler und Nenner von einem Bruch abfragen und dann den Bruch in der Grundform ausgeben. Ne? Also Grundform ist immer, ja, was weiß ich, 6 Achtel werden dann 3 Viertel, also in der maximal gekürzten Form. Das zweite, oder das dritte Übung, die dritte Übungsaufgabe ist, dass Sie mal die Entwicklung einer Geldanlage ausgeben. Ja, das Programm fragt dann nach einem Startkapital, einer Laufzeit und einem Zinssatz und soll dann irgendwie so eine Ausgabe nach diesem Muster erzeugen. Also ja, wenn Sie jetzt 1.000 eingegeben haben, wäre es hier in diesem Beispiel 1.000, dann geben wir 5% aus und dann sind im ersten Jahr 1.050 Euro, im zweiten Jahr 1.102,50 Euro und so weiter. Eine Hausaufgabe, also eine Aufgabe, die Sie auf jeden Fall lösen sollen, ist, dass Sie eine Methode schreiben, die prüft, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Ja. Kleiner Hinweis, wir haben auch einen Modulo-Operator, der ist in der Operatorenliste auch drin. Ja, und dann erstellen Sie ein Programm, das eine Zahl einliest und dann einfach ausgibt, dies ist eine Primzahl oder dies ist keine Primzahl. Ne? Also ganz einfach, das ist Hauptprogramm, aber die Funktion bzw. die Methode, die prüft, ob das eine Primzahl ist oder nicht, ist dann entsprechend als einzelne Funktion auszuführen. So, dann habe ich noch eine Übungsaufgabe. Ja, erstellen Sie ein Programm, welches ein Feld voller Fakultäten erzeugt. Ja, das Programm soll also erst die Größe des Feldes abfragen, dann entsprechend großes Feld anlegen und danach jedem Feld den Wert der Fakultät zuordnen. Ne? Also ins erste Feld die Fakultät von 1, ins zweite Feld die Fakultät von 2, ins dritte Feld die Fakultät von 3 und so weiter. Gut, und dann suchen Sie sich mal einen Kommilitonen oder zwei und diskutieren einfach mal, welches Programm, also Sie werden wahrscheinlich das Problem auf verschiedene Arten und Weisen gelöst haben, welches am schnellsten läuft. Ne? Also da gibt es auch wieder verschiedene Lösungsansätze, genau wie bei den Summen. Dann diskutieren Sie mal, welches das günstigste Laufzeitverhalten hat, also am wenigsten Rechenleistung zur Laufzeit verbraucht. Und dann diskutieren wir das dann auch nochmal im Plenum, was wohl eine günstige Lösung hier wäre. Dann nochmal als Übungsaufgabe das gleiche mit einem Feld, das die Fibonacci-Folge enthält. Na, Fibonacci-Folge können Sie einfach die Methode benutzen, die wir beim letzten Mal schon geschrieben haben. Und dann aber eben nicht einfach ausgeben, die Fibonacci-Folge, sondern eben die an die dritte Stelle, das dritte Element der Fibonacci-Folge, an die vierte Stelle, das vierte Element und so weiter. Auch hier gibt es wieder verschiedene Lösungen, ja, und da können Sie mal mit einem Kommilitonen oder mit zwei Kommilitonen diskutieren, welches die günstigste ist, und dann werden wir das im Plenum nochmal uns anschauen, was da wohl eine günstige Implementierung ist. Dann einmal eine Übungsaufgabe zum Pascalschen Dreieck. Ja. Fragen Sie, das Programm soll einfach abfragen, bis zu welcher Ebene das Pascalsche Dreieck ausgegeben werden soll. Und dann soll es eben in dieser Form ausgegeben werden, 1, 1, 1 und dann eben halt das Dreieck in der Form, dass man eben sieht, welche Zahlen untereinander laufen. Gut, dann eine Übungsaufgabe, die mit unserem ursprünglichen, mit den vorgegebenen Methoden, die Sie runtergeladen haben, ein bisschen arbeitet, was aber dem Nutzer die Möglichkeit gibt, einzugreifen. Also er soll einfach die Länge des Arrays selber eingeben können, er soll die
größte Zahl selber eingeben können. Und dann entsprechend ist das ja das gleiche wie die Hausaufgabe, mit dem Unterschied, dass wir eben mit dem Benutzer noch interagieren wollen. Hier müssen Sie wieder ein bisschen darauf achten, dass der Benutzer ja, wenn er was eingibt, eine Zeichenkette eingibt und wir hier im Prinzip immer zwei Ganzzahlen brauchen, nämlich einmal die Größe des Feldes und einmal den größten Wert. So, da können Sie dann auch nochmal im Debugger nachvollziehen, ob sich das so verhält, wie Sie sich das vorstellen. Und dann diskutieren Sie mal das Laufzeitverhalten des Algorithmus mit einem Kommiliton. Das werden wir dann auch nochmal in der Übung tun. Dann als Hausaufgabe, ja, sollten Sie mal ein bisschen versuchen, darüber nachzudenken, was da überhaupt so passiert. Man könnte ja auch hingehen, könnte sagen, okay, ich sortiere das Feld gar nicht, sondern ich gebe es einfach nur sortiert aus. Ja. Also könnt ihr einfach hingehen, könnt sagen, ich laufe durch das Feld, merke mal die kleinste Zahl und wenn ich durchgelaufen bin, dann gebe ich die aus. Beim nächsten Durchlauf gucke ich, ob es eine Zahl gibt, die ein bisschen größer ist und dann gebe ich die halt aus und merke mir die beim Durchlauf. Ne? Da gibt es so ein paar Fragen, die sich dann stellen. Also welche Abbruchbedingungen muss ich dann beachten? Die zweite ist, welche Auswirkungen hat das Verfahren? Also wird das schneller oder langsamer als das Sortieren? Was passiert mit doppelten Einträgen? Ne? Sie können auch mal versuchen, ein entsprechendes Java-Programm zu erzeugen. Und da mal gucken, ob das schneller ist als das Sortierende. Ja? Also entsprechend das Java-Programm erzeugen Sie dann am besten einfach mit Clips und das laden Sie dann auch ganz normal mit der Lösung ins Moodle hoch. Dann letzte Übungsaufgabe für heute. Man könnte ja einfach mal zwei Arrays, wenn die schon vorsortiert sind, dann braucht man die ja nicht, wenn man sie zusammenpacken möchte, nicht nochmal neu sortieren, sondern könnte man hingehen und könnte sagen, ja, ich packe die so in einem Art Reißverschlussverfahren zusammen. Guck einfach immer, welches hat gerade noch die kleinere Zahl vorne und dann sortiere ich die eben in ein Array zusammen. Ja, also probieren Sie mal, ob Sie das hinbringen. Und dann besprechen wir das auch nochmal im Plenum. Zusatzaufgabe für die, die es gar nicht erwarten können, ist dann die Erstellung eines kleinen Gegners für Schiffe versenken. Ja, also der gibt keine eigenen Schüsse ab, aber soll halt eben die Schüsse, die sie abgeben, entgegennehmen. Dann am Beginn des Spiels seine eigene Flotte initialisieren und dann soll er nach jedem Schuss quasi in diesem Muster das Feld ausgeben und sagen, okay, ich habe hier ein paar Treffer, ich habe fehlgeleitete Schüsse, ja, und ich habe eben noch offene Felder und dann kann ich als nächste Eingabe wieder ja, A3 eingeben und dann schießt er dahin und gibt eben zurück, was ich da getroffen habe oder eben auch nicht. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns im Plenum.